Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Kalendersonntagmorgen. In Wahrheit ist heute ein keltischer Marstag, ein Dienstag. Das heißt, ein nervöser Tag, ein unruhiger Tag, ein bisschen aggressiver Tag. Im gestrigen Horoskop, du erinnerst dich sicher noch, hatten wir den Mars im ersten Haus. Gut, wenn auch rückläufig, wenn auch schlecht aspektiert, aber trotzdem. Mars im ersten Haus macht natürlich ganz schön unruhig und nervös. Und ja, wir haben morgen einen ganz besonderen Aspekt. Ich mache nämlich die Lilith-Aspekte sehr selten. Ja. Und ich habe mir gedacht, hier und da die Lilith einzustreuen kann ganz gut sein, weil es hier auch um sehr tiefgründige Zusammenhänge geht. Und ich hoffe, dass ich das auch herausarbeiten werde können, weil, wie gesagt, bei Lilith bin ich ehrlich gestanden nicht so sattelfest, aber probieren wir es einfach. Wir sehen, dass wir hier nichts sehen, denn Lilith ist hier erstens einmal nicht eingetragen und zweitens einmal ist Lilith kein Planet, sondern nur ein Schnittpunkt. Ich habe mir das hier wieder mal angeschaut. Ja, wenn man nicht ständig damit arbeitet, neigt man dazu, die Dinge zu vergessen. Und zwar wird Lilith in der Astrologie als das Apogeum, also das heißt der erdfernste Punkt der Mondbahn bezeichnet. Und zwar geht es hier um die Apsidendrehung. Ja, klingt alles sehr kompliziert, ist es aber nicht. Und zwar, wo haben wir das? Die Grafik ist hier ganz gut. Oder diese Grafik, ja, die tut es auch. Das heißt, dass wir hier eine Art exzentrische Bahn haben. Und die wandert natürlich, diese Bahn eiert sozusagen, die Umlaufbahn des Mondes eiert sozusagen um die Erde herum und hier, das Apogeum, ist der erdfernste Punkt. Und wenn der laufende Mond mit diesem Schnittpunkt eine Konjunktion bildet, dann ist es eben dieses Horoskop, was wir jetzt bearbeiten. Und dieser Zyklus, diese Apsidendrehung dauert 3231 Tage. Ist für mich deswegen interessant, die Zahl 3231, weil ich gehe mal auf Mond. Das mache ich jetzt spontan, darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Mond, Wikipedia, gehen wir mal auf Enter. Und dann sehen wir beim Durchmesser des Mondes, der müsste hier sein, bei der Gebrauchsanleitung, wo haben wir das? Aha, Durchmesser. 3474. Gut, das ist jetzt keine exakte Übereinstimmung, aber ich finde, es ist sehr nahe. Es ist irgendwie bemerkenswert, dass hier so fast, ja, wir liegen hier in einer Ungenauigkeit von, unter 10%, vielleicht 5-6%. Und die gesamte Apsidendrehung dauert 8,85 Jahre, also nicht ganz 9 Jahre. Wer ist Lilith? Was haben wir da hier in der alten Geschichte? Lilith ist sozusagen in der babylonischen Tradition, also das heißt, ich sage immer babylonisch, pharaonisch, weil sie kommen ja alle aus demselben Stall, aus demselben satanistischen Denken. Und hier wird Lilith als weiblicher Dämon dargestellt und wird auch mit Klauen darstellen im Alten. Ich glaube, das hatten wir hier. Wird sie sozusagen mit Flügeln und Klauen dargestellt. Also, und hier die zwei Eulen noch, also sehr symbolträchtige Geschichte. Was hat es damit auf sich? Meines Erachtens geht es hier in erster Linie darum, als sozusagen die Satanisten mit ihrem Patriarchat gekommen sind, mussten sie das hier vorherrschende Matriarchat dämonisieren. Dieselbe Entwicklung kennen wir ja auch aus dem Satikan, die heilige Mutterkirche. Interessant, gell? Dass eine patriarchale Organisation nach einem weiblichen Prinzip benannt wurde. Kirche ist ja dafür bekannt, glaube ich, aus der Odyssee, dass sie Menschen in Schweine verwandelt, um sie dann zu schlachten und zu fressen. Also ganz interessante Namensgebungen. Daher kommt ursprünglich auch der Zirkus. Der Zirkus hat sich dann erst viel später positiviert. Damals waren das, rituelle Opfer, also Opfergeschichten, also Opferthemen. Das sollte man auch immer so ein bisschen im Gedächtnis behalten. Und wir haben hier die Lilith im 11. Haus, an der Spitze des 11. Hauses. Und hier
geht es jetzt auch darum, dass das Thema Freundschaften sehr, sehr intensiv bearbeitet wird. Also das heißt, einer intensiven, eingehenden Überprüfung des Themas Freundschaften unterliegen wird. Das heißt, hier werden wir auch in den nächsten 27 Tagen, weil so lange dauert es, bis der Mond wieder Lilith gefunden hat, werden wir halt den Verlust von zahlreichen Partnerschaften sehen. Ja? Und wir sehen aber auch, und Freundschaften natürlich, und Freundschaften. Wieso habe ich jetzt Partnerschaften gesagt? Naja, wir haben hier einen Spiegelpunkt. Gut, der ist schon ein bisschen müde, aber in dem Fall muss ich ihn werten, weil er zu interessant ist. Mond ist auf 1 Grad 38, Jupiter ist 29, 21. Also das heißt, naja, sind wir sehr großzügig. Ja? Sagen wir, das ist ein Spiegelpunkt. Dann sehe ich hier hinunter natürlich das Wirken auf die Partnerschaften. Das heißt, das würde die Verwirrungen der Position und Verirrungen der Lilith im 11. Haus und auch noch in Konjunktion zum Mond natürlich beträchtlich verstärken. Und obendrein haben wir noch die Konjunktion im patriarchalsten aller patriarchalen Zeichen, nämlich den Löwen. Ja? Der Löwe ist sozusagen das Ursprungszeichen des Patriarchates. Nicht grundlos, ja? Prangt er die Sphinx, gen Osten schauend, um das kommende Löwe-Zeitalter, Zeitalter des Patriarchates, der Herrschaft des Männlichen zu begrüßen. Also das heißt, ich sehe hier durchaus Parallelen und interessante Zusammenhänge. Ich hätte gerne witzige Schlagzeilen gebracht, aber ich muss ehrlich sagen, die sind sowas von langweilig. Ja? Ich meine, wenn ich mir da die Schlagzeilen anschaue, dann muss ich ehrlich sagen, da freue ich mich dann wieder, zum Horoskop zurückzukommen. Es ist nichts Lustiges mehr. Ja? Es ist alles so, ihnen scheint scheinbar das Lachen vergangen zu sein. Hier, ja, ich meine, das ist nur noch lächerlich. Also wenn ich sowas, tut mir leid, also das ist für mich nicht mehr wert. Das hat einen so geringen Unterhaltungswert, dass ich sagen würde, da sind noch die Zahlen interessanter. Und zwar beginnen wir bitte mit den alten Zahlen 12/12/2022. Interessant. Interessant, hier haben wir die 6, 8, 10, 12 wieder in der Quersumme. Interessant, 12, 12 ergibt dann 2022 wieder die 12 in der Quersumme und daraus resultieren dann die 3. Und unsere Zahlen lauten 12, 24, doppelte 26, 28, 30 und daraus resultierend die 3. Die 12 bedeutet Überlasten und Bürden zu sich finden. Das ist der Gehängte, also das heißt, das zeigt eine Zeit von Schwierigkeiten an, ja. 100% genau das zeigt dieser Aspekt auch an, eben bezogen auf Freundschaften und wegen des Spiegelpunktes zu Jupiter auch in Bezug auf Partnerschaften. Also hier könnte sich jetzt einiges tun. Die 24, das Streitthema, jeder will Recht haben, lese ich aus diesem, ich kann es nur noch einmal sagen, aus diesem Spiegelpunkt natürlich auch heraus, ja, wenn Freundschaften sozusagen mit Partnerschaften überschneiden, ja, also das heißt, wenn die Freundschaftsgrenze zwischen Mann und Frau überschritten werden soll, sprich über Sexualität, dann werden sich hier natürlich große Streitigkeiten ergeben. Also das heißt, hier haben wir spannende Wochen vor uns. Ja, Lilith ist halt eine andere Qualität. Die 26 haben wir doppelt, das heißt, man wollte es sich leicht und einfach machen, aber dem ist nicht so. Die Dinge laufen eben nicht so, wie erhofft und gewünscht, aber ich glaube, das ist in deinem Leben auch schon ein paar Mal aufgefallen. Wie wir beim Bundesheer so schon gesagt haben, planen heißt den Zufall durch den Irrtum ersetzen. Die 20 steht für, ja, 26, wo finde ich die 26? Bitte um Vergebung, wenn ich sie schon wieder in diesem Themenbereich verorte. Wir können aber gerne zum vierten Haus hinunterschauen. Was tut sich hier? Naja, da haben wir schon wieder Jupiter. Spitze viertes Haus im Schützen, Herrscher von 4, Jupiter wieder. Spiegelpunkt zum Hauptaspekt Mond-Lilith-Konjunktion. Worin erkenne ich das Festhalten wollen, das nichts verändern wollen in diesem Horoskop? Gut, da muss ich mal genauer schauen. Aszendent Jungfrau ist jetzt nicht fest, MC, auch wenn sich Aszendent und Meridian quadrieren, was kein gutes Zeichen ist, ist es dennoch keine feste Besetzung. Naja, am ehesten würde ich sagen, haben wir hier den Hauptaspekt sowohl in einem festen Sternzeichen Löwe, als auch in einem festen Haus, dem
11. Haus, also das würde ich sagen, würde am ehesten die 28 symbolisieren. Die 30 ist eine gute Zahl, allerdings auch eine Schutzzahl, Zahl der Zuversicht, aber hier gibt es Energiemängel. Deswegen wird immer wieder Rückzug angestrebt, um sozusagen die Batterien, die Akkus wieder aufzuladen. Wo hätten wir hier in diesem Horoskop den Rückzug? Naja, wir haben den Herrscher des ersten Hauses im 4. Haus. Und immer wenn wir die Besetzung Herrscher von 1 in 4 haben, dann bedeutet es, dass sich der ganze Staat, das ganze Land, alles zurückzieht und obendrein noch eingeschlossen im Steinbock. Also das ist so unterm Tisch verkriechen und dann das Tischtuch runterhängen lassen, dass nur ja niemand sieht. Ja? Also das heißt, wir haben hier auf jeden Fall das Rückzugsthema, hier Herrscher von 1 in 4 drinnen und wir haben auch noch Herrscher von 12. In 4, na, das kann ja lustig werden. Und Herrscher von 10 haben wir auch noch in 4. Ui, da kommt Freude auf, da kommt es richtig zum Begegnungsverkehr. Also das ist eine ganz ziemlich peste Freunde, wie man so schön sagt. Ja, die letzte Karte ist die 3 und das steht für Uranus, für Kreativität. Das steht für die Herrscherin, sozusagen das Erschaffen aus der Stille, das Gebären. Und ich würde sagen, die Mond-Lilith-Thematik ist hiermit meines Erachtens, besser geht's nicht, beschrieben. Weiter zum zweiten Teil. Ende.